Freunde, hier wird sich schon umgezogen. Alle sind fast fertig. Gleich geht's los. Wir machen mit bei der Asgard Safety Challenge Tour. Frisch eingekleidet in den Klamotten von Asgard. Nagelneue Hike-Stiefel am Start. Mal gucken, wie das wird. Wir machen jetzt ein bisschen TH. Wir hoffen, dass es geil wird. Türöffnungen, PKWs auseinanderschneiden, LKWs auseinanderschneiden. So, jetzt aber mal schnell hinterher. Es geht jetzt los mit der Safety-Tour. Ich bin total gespannt, was wir uns machen lassen mit den Markenbotschaftern. Ganz spontane Aktion und ihr seid dabei. Es geht nun los mit der ersten Station der Safety-Tour. Ihr seht, bei bestem Wetter. Wir beginnen nun mit den ersten Übungen. Das ist einmal die Türöffnung mit einem Kombigerät und dem Arbeiten unter Wasser mit hydraulischem Rettungsgerät und danach die Versorgung von einem Patienten, also die Reanimation. Und das wird jetzt hier durchgeführt. Die Teilnehmer ziehen sich jetzt um und dann geht es erstmal ins kühle Nass. Bevor wir jetzt aber richtig loslegen mit der Safety Tour, habe ich hier erstmal einen Trainer der Safety Tour, der uns jetzt erstmal erzählen wird, was es heute überhaupt alles für Stationen gibt und was das Übungsziel ist. Heute der Tag steht ganz im Zeichen der technischen Hilfeleistung. Das heißt, wir haben hier eine Station, in der wir mit akkubetriebenen hydraulischen Rettungsgeräten im Wasser arbeiten können. Dann gibt es die Station Elektromobilität und eine weitere Station wird sein die Lkw-Rettung. Und den Abschluss machen wir dann mit der Pkw-Rettung. Dann geht es nochmal um die Brandbekämpfung, moderne Brandbekämpfung, wo die dann auch wirklich unter Atemschutz vorgehen können. Und das ist dann ein schönes Programm für die Temperaturen heute. Ich habe Marius Klamotten abgezogen und habe gedacht, ich bekleide das Ganze für euch. Wir haben hier einen LKW und da muss jetzt einer gerettet werden. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns jetzt an. Ein Riesenvorteil an den Geräten ist natürlich, dass man kein lästiges Kabel hat, was man da hinter sich herzieht. Ein Nachteil allerdings, die Dinger sind sackschwer. Sehen eigentlich gar nicht so aus, sieht eigentlich mega handlich aus, aber wie gesagt, das Gewicht vom Akku nicht unterschätzen. Aber ich finde persönlich geile Technik, ich finde es cool. Das A und O ist natürlich, dass dem Patienten im Innenraum nichts passiert, während wir ihn befreien. Also muss der auf alle Fälle gesichert werden. Das machen die Jungs da oben und ihr seht schon, die sind fleißig. Wir schauen uns jetzt mal an, was sie da jetzt genau machen. Sie haben den endlich befreit und jetzt geht's raus auf dem Spineboard, achsengerecht, wie sich das gehört. Und ihr seht, wie aufwendig das ist, die ganzen Vorbereitungen, bis da jemand wirklich befreit werden kann. Also das Beschissenste, was einem passieren kann, instabiler Patient, der schnell raus muss, dann sieht die Rettung natürlich ein bisschen anders aus. Dann gibt es eher eine Crash-Rettung. Aber in dem Fall achsengerechte Lagerung und ich denke, der Patient ist jetzt optimal versorgt und so gerettet, wie es sich gehört. Sascha, bin Ausbilder bei der Safety Tour und wir haben hier in der Station, wie man hinter uns sieht, haben wir einen LKW-Unfall simuliert und haben da eine Person achsengerecht und vernünftig versorgt und rausgebracht aus dem Auto. Das heißt, wir sprechen aber von einer stabilen Person, nehme ich an, oder war das jetzt eher eine Crash-Rettung, musste das schnell gehen? Nein, also wir sprechen hier von einer nicht kritischen Person, somit konnten wir uns Zeit lassen und konnten die natürlich auch achsengerecht und so weiter aus dem Fahrzeug rausbringen. Ja, kurze Rückmeldung. Was meinst du, wie hat das Team das gelöst? Sind ja alle wild zusammengewürfelt, kennt sich ja keiner. Was würdest du sagen? Also das ist das Schöne bei Feuerwehr. Feuerwehr funktioniert deutschlandweit, egal wie, immer gleich. Es gibt zwar kleine Unterschiede, das ist aber nicht weiter tragisch. Und hier war es einfach so, dadurch, dass die Leute sich nicht kennen, das machen sie mit Kommunikation weg. Und man hat es eigentlich fast gar nicht, muss ich sagen, gemerkt, dass sie komplett zusammengewürfelt waren. Wie sah jetzt die Taktik aus, die Person hier rauszubekommen? Was wurde jetzt wie gemacht? Ja, als erstes haben wir eine Zugangsöffnung geschaffen. Das hat es über die Beifahrerseite erfolgt. Danach haben wir dann quasi die Fahrertür, da wo der Fahrer hinter saß und eingeklemmt war, haben wir dann halt rausgespreizt, haben dann einen Zylinder eingesetzt, haben Entlastungsschnitte gesetzt und haben dann halt den
die Einklemmung im Bereich der Füße und Beine quasi entklemmt, sagen wir, indem wir den Zylinder ausgefahren haben und konnten die Person dann halt rausholen. Ich habe auch schon gehört, es gibt noch viele andere Szenarien, einfach mit dem LKW wieder, ja, ne? Weil es gibt ja 100 verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Teil verunfallen kann. Und was hättet ihr noch für Möglichkeiten gehabt? Was hättet ihr sonst noch so zum Trainieren? Ja, also wie gesagt, Hauptzugang ist für uns natürlich immer versuchen, über die Tür reinzukommen, weil das direkt am Fahrer ist. Sollte das nicht möglich sein, dann können wir auch über die Rückwand noch einsteigen. Mhm. Da gibt es verschiedene Mechaniken und Techniken, das zu machen. Wir können versuchen, vielleicht, wenn das Fahrzeug auf der Seite liegt, übers Dach reinzukommen, über die Dachluke und so weiter. Wir können die Scheibe vorne rausnehmen, was auch relativ schwierig ist, da so eine Scheibe um die knapp auch 100 Kilo wiegt, wenn man die rausschneidet. Und die kann man nicht mal eben einfach anfassen wie eine Pkw-Scheibe. Mhm. Da muss man halt gewisse Sachen einfach beachten und darauf achten. Aber wir haben halt rings um das Fahrzeug haben wir Möglichkeiten einzusteigen und zu machen. Dafür haben wir unsere Materialien mit. Also ihr seht, hier gibt es einige Möglichkeiten, seine Skills zu trainieren und besser zu werden. Interschutz 2022! Was habt ihr getrieben? Erzähl mal den Leuten, was das hier war. Wir haben ein bisschen Strahlrohrtraining gemacht und so ein bisschen Taktiken besprochen, wie man bei solchen Gasleckagen und Flüssigkeitsbränden arbeiten kann. Auch mal andere Perspektiven gesehen. Habe ich persönlich noch nie gemacht, aber mega interessant gewesen. Ultra geil. Das war heute früher noch gar nicht klar, dass wir das überhaupt machen. Das ist ganz spontan entstanden. Ultra geil, es hat mega viel Spaß gemacht, ganz viele verschiedene Einblicke. Es war Rettungsdienst dabei, technische Hilfeleistung, schwere technische Hilfeleistung, Brandbekämpfung. Wir haben Atemschutz, Wasserrettung hatten wir noch, eine Türöffnung. Wir haben also geil, einfach nur geil. Und es gibt noch viel mehr Szenarien, glaube ich. Genau, also ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind. Wenn ja, dann werbt euch. Wenn ich komme nächstes Jahr? Nee, in 4 Jahren. In 4 Jahren, oh Gott. Glaube ich. Ja. Naja dann, aber einen Einblick habt ihr bekommen. Niklas sagt schon, war super cool und war vor allem mal ganz geil. Leute auch, alle Trainer sind natürlich alles Feuerwehrleute. Das ist ja nicht wie in anderen Branchen irgendwie ein Typ, der da nur Vertrieb macht oder so. Das sind hier alles nur Feuerwehrleute, Rettungsdienstleute, also Leute vom Fach. Also geile Menschen, mit denen man auch privat sehr viel Spaß haben kann. Alle sind auf dem gleichen Level, auf Augenhöhe wird gearbeitet. Das ist bei der Blaulichtfamilie halt immer das Geile. Eine Frage noch, ihr wart ja jetzt eine total zusammengewürfelte Truppe, war das ein Problem? Nö, funktioniert trotzdem immer, weil Feuerwehrleute, Rettungsdienstmenschen, wir arbeiten alle immer zusammen und es harmoniert sofort. Man sieht so, okay, der kann das besser, der kann das besser. Und dann bringt man sich aufs gleiche Level und hilft sich und kann bei den anderen immer noch was lernen. Ich habe heute bei ganz viele Sachen gelernt wieder. Man lernt nie aus. Feststoff ist noch geiler. Aber ganz wichtig ist, ihr müsst dem Blaulichtkanal folgen, wenn ihr eben noch nicht folgt. Und ganz wichtig, auch mir folgen, Feuerkurs. Wir haben hier quasi 3 Stationen aufgebaut, wo wir euch so ein bisschen über Elektrofahrzeuge erzählen wollen, was kann man machen. Wir haben eine Station, die erste Station, quasi die Feuerwehr kommt raus, Gefahrenabwehr, wir müssen das Fahrzeug löschen. Da gibt es unterschiedliche Systeme, wie wir das machen können, der Jonas. Der wird euch dann gleich, wenn wir dann quasi fertig vorgestellt haben, euch dann auch noch erklären, wie das geht mit der Decke. Die weitere Station ist ein System quasi. Wir wollen das Fahrzeug von der Einsatzstelle wegbekommen, aber die HV-Batterie geht andauernd immer wieder mit der Temperatur hoch. Wir kühlen wieder runter und die geht wieder hoch. Wie kriegen wir aber das Fahrzeug jetzt von der Einsatzstelle weg? Da gibt es dann ein Kühlsystem von der Firma Vetter, was sie entwickelt haben.
Das wollen wir euch vorstellen. Das heißt aber auch jetzt nicht, dass das jetzt das Beste ist oder das ist nur ein System von vielen. Ja, die Firma Weber hat ein System. Es gibt noch Container, die man sich anschaffen kann. Da wollen wir einfach euch nur ein System vorstellen. Als letztes haben wir hier die Übungswand. Damit können wir euch zeigen, wie können wir ein Elektrofahrzeug manuell deaktivieren. Dass wir quasi die Hochvoltkomponente außerhalb vom Lithium-Akku stromlos schalten können. Elektroantrieb, das ist natürlich jetzt erstmal, wir fangen jetzt da mit der Feuerwehr an, uns da zu entwickeln. Was können wir machen, was können wir nicht machen? Es wird vieles versucht. Ich glaube persönlich, wir sind wirklich erst so in 5 bis 10 Jahren da, dass wir wirklich auch feste Richtlinien haben, was können wir machen, was müssen wir nicht machen. Ich muss sagen, wir machen das jetzt jede Dreiviertelstunde und es sind mindestens 1, 2 Leute immer dabei, die schon einen E-Brand hatten. Wir haben jetzt hier einfach mal eine Alternative, die wir euch vorstellen möchten, weil mit Wasser, wenn ihr kühlt, standet ihr sicherlich auch Stunden daneben und müsst kühlen. Die Decke wird im Brandfall einfach über das Objekt gelegt. Und der Karosseriebrand selber erstickt sofort, also innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten. Und der Vorteil ist wirklich, dass ihr eine super schnelle Rauchminimierung habt. Also die Rauchentwicklung nimmt sofort ab. Ich hatte meine Decke damals bis zu 15 Mal eingesetzt, ist aber immer abhängig von der Brandlast. Also wir sagen nicht 30 oder 50 Mal, weil es wirklich abhängig ist. Von ob es ein Batteriebrand ist eben, von der Brandlast und der Branddauer. Dazu hat sich Vetter mit einem Abschleppunternehmen zusammen diese Bag ausgedacht, worin man das Auto einpacken kann und im Anschluss dann auch noch kühlen kann. Dazu kann man diese Bag mit dem Auto dann auch noch per Kran verladen und an eine geeignete Quarantänestelle bringen. Was wir jetzt vorhaben ist, dass wir das Auto dann gleich in diese Bag anpacken. Die haben wir soweit schon mal vorbereitet, dass die Bag schon unter dem Auto liegt. Wenn die Bag aus dem Fahrzeug genommen wird, hat die ungefähr so ein Packmaß. Und die Seiten sind zweimal nach innen gefaltet, sodass die ungefähr so eine Breite hat und wird dann aufgerollt. Die wird dann hinterm Auto, wenn man es unterbreiten möchte, abgerollt. Dann gibt es vorne so ein Wurfstück, was einmal unterm Auto durchgeworfen wird. Und die ganze Rolle wird dann einmal hier vorne bis hier vorne einmal unterm Auto durchgezogen. Dann kann man zum Beispiel mit Hebekissen oder wie wir es Sonntag gemacht haben, mit dem Spreizer, einmal links anheben, dass beide Reifen in der Luft sind, einmal unter den Reifen ausrollen, ablassen, auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Dann steht das Auto, bei uns waren es ungefähr 2 bis 3 Minuten, dann auf der Plane. Wenn wir in Real so ein Auto verpacken, passiert das unter Atemschutz. Das haben wir aufgrund der Temperaturen einfach mal weggelassen heute. Genau, jetzt haben wir es schön eingepackt, aber kühlen wollen wir es auch noch. Dadurch haben wir hier eine Sturzkupplung C, worüber man entspannt Wasser einfüllen kann. Das muss jetzt nicht mit 8 oder 10 Bar sein, 4 Bar reichen völlig aus, dass es da locker reinplätschert. Was für Möglichkeiten gibt es, ein Elektrofahrzeug manuell zu deaktivieren? Bei diesem Modell sind die Sicherungen jetzt alle hier vorne eingebaut. Hier auf dem Modell. Bei den Fahrzeugen sind die an mehreren Orten verteilt. Meistens ist der NV-Stecker vorne im Motorraum, die Ziehsicherung quasi am Sicherungskasten beim Fahrer und der Cutting Loop kann jetzt auch vorne sein. Oder auch hinten, wie zum Beispiel bei dem VW ID3, habt ihr diesen Stecker, den NV-Stecker vorne, die Sicherung auch wieder am Sicherungskasten und den Cutting Loop hinten Beifahrerseite im Kofferraum. Auf dem Lithium-Akku, da ist Spannung drauf. Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass quasi durch einen Service-Stecker, dass quasi die Spannung runtergefahren wird, nicht mehr zum Beispiel 800 Volt, sondern wirklich dann aufgeteilt wird nur noch auf 400. Wir haben einen Dummy in das Auto reingesetzt und den gilt es jetzt gleich in den nächsten 40 Minuten gemeinsam mit ein paar Tipps und Tricks dann aus dem Fahrzeug zu befreien. Viele Wege führen hier nach Rom und alles, was wir heute machen, ist nicht die goldene Regel, sondern es ist ein weiteres Werkzeug, was ihr für euch mitnehmen könnt. Legt es euch in die Werkzeugkiste rein und wenn die jeweilige Einsatzsituation passt, dann nehmt es einfach mit. Kurz zusammengefasst, was haben wir heute hier bei unserer Station gemacht? Hier stand nicht der Patient im Fokus, sondern tatsächlich die Bedienung der Geräte und auch die technische Rettung mit allen Maßnahmen, die dafür notwendig sind. Der Patient ist natürlich uns super wichtig, um den geht es, der steht im Fokus, der wird durch den inneren Retter betreut, der wird durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Das haben wir uns hier gespart. Die Teilnehmer sollten halt wirklich aktiv heute mit den Geräten arbeiten. Die Lage vor Ort war wie folgt. Wir haben einen Seitenaufprall angenommen. Im Vorfeld haben wir den PKW mit dem Crash-System, mit der Crashbox, die im Hintergrund steht, wirklich auch realitätsnah und getreu deformiert. Wir hatten also einen Seitenaufprall angenommen. Die B-Säule hat den Patienten auf seinem Fahrersitz eingeklemmt. Und nach den Sicherungsmaßnahmen, nach einer Zugangsöffnung, dass der Rettungsdienst
und der innere Retter an den Patienten ran können, haben wir uns dann darum bemüht, den Patienten erstmal zu entklemmen, das heißt, das Material dahin zurückzudrücken, wo es herkommt, und Crossramming durchzuführen. Dafür haben wir ein Widerlager auf der gegenüberliegenden A-Säule uns geschaffen, das Plastik vorher entfernt, damit wir auch sehen, wo wir eigentlich unser Widerlager haben wollen, und sind dann über den Patienten, realitätsnah, wie es auch oftmals ist, dann auf die B-Säule gegangen, da, wo sie eingeknickt war, und haben dann mit dem großen Crossram-Zylinder die B-Säule komplett rausgedrückt. Der Patient war entklemmt, und jetzt hatten wir auf einmal auch schon direkt eine Möglichkeit gehabt, den Patienten aus seinem Fahrzeug zu befreien, weil sich Öffnungen ergeben haben, die wir uns zunutze gemacht haben. Wir haben einfach nur noch die hintere Türe mit einem beherzten Handgriff einmal aufgezogen, haben oben in die B-Säule dann einen Schnitt gemacht und den Rettungszylinder weiter durchlaufen lassen, dass er im Grunde genommen runterklappt. Irgendwann ist auch der längste Rettungszylinder am Ende angekommen, dann haben wir ihn nochmal umgesetzt, sind dann hier an die Kante gegangen und haben dann von oben nochmal die Seite nach unten gedrückt und hatten hier schon genügend Platz, dass wir mit dem Spineboard den Patienten quasi aus dem Fahrzeug befreien können. Und auch hier ist das eine Möglichkeit von vielen. Wir haben angenommen, dass das ein modernes Fahrzeug ist mit einer breiten B-Säule unten, ein Fahrzeug, in dem ultrahochfeste Stähle verbaut sind. Da wollen wir natürlich so wenig Schnitte wie möglich machen. Und deswegen haben wir oben nur einen Schnitt gemacht, wo unsere Schere super drum kommt, und haben das Ganze halt runtergedrückt. Bei älteren Fahrzeugen kann man auch ganz gewohnt, wie man es vorher gemacht hat, arbeiten. Das ist eine weitere technische Möglichkeit in unserer Werkzeugkiste, die wir dann rausholen, wenn die Situation es hergibt, oder vielleicht auch nur Teilstücke davon verwenden. Und das war es eigentlich schon, was wir hier gemacht haben. Ihr habt nun uns bei der Safety Tour begleitet und habt auch gesehen, wie die Messebotschafter sich hier geschlagen haben. Vor allem finde ich eine richtig coole Sache, dass es nicht nur eine Messe ist, sondern dass man auch von der Messe wieder nach Hause geht. Man hat viel gesehen, viel erlebt, aber hat auch Wissen mit nach Hause genommen. Denn hier auf der Safety Tour wird natürlich super viel Wissen vermittelt, und die Safety Tour war natürlich hier ein Special mit super viel verschiedenen Sachen. Das heißt, nicht nur eine Sache THVU, sondern ganz viele verschiedene Sachen, und man hat quasi von allem was gesehen. Super vielfältig, super cool und total interessant. So viel hier aber aus Hannover. Es ist sehr warm und wir müssen dringend was essen. Wenn ihr hier unten klickt, haben wir euch schon mal gezeigt, wie man die große Seitenöffnung in Gänze durchführt, mit jeglicher Beschreibung. Wir machen Feierabend. Bis dahin. Ende.